Hallo und herzlich willkommen zum wöchentlichen DD0UL-QTC, heute von der Amateurfunktagung in München. Und jetzt macht mal die Augen zu, wenn der Herr hier gleich anfängt zu sprechen. Und ich glaube, dann bekommt ihr eine Idee, wer das ist, auch ohne, dass ich ihn vorstelle. Ja, mein Name ist Rainer Englert. Und ich bin vielleicht bekannt als die Stimme von Radio DRC oder einer der Mitinitiatoren. Bingo, du hast Radio DRC erfunden und du machst noch mehr. Du bist einer der Organisatoren der Amateurfunktagung in München, die jetzt nach der Corona-Pause zum ersten Mal wieder stattfand. Genau, also ich bin ja im Distriktvorstand von Oberbayern und da ist es ja unsere Aufgabe, hier sich um Bildung zu kümmern. Und eine dieser Bildungsveranstaltungen ist natürlich auch die Amateurfunktagung. Und die fand jetzt das erste Mal wieder seit 2020 statt. 3 Jahre Corona-bedingte Pause. Und da sind wir froh, dass jetzt wieder alle beisammen sind. Meine Beobachtung war, mehr Teilnehmer als beim letzten Mal, zumindest in meiner Erinnerung. Und weniger Stände als beim letzten Mal. Und so viele Teilnehmer, dass die Hörsäle teilweise dann abgesperrt wurden, weil niemand mehr rein darf. Wir waren etwas überrascht. Wir hatten gemeint, dass ein bisschen weniger Teilnehmer kommen, dass vielleicht noch manche vorsichtig sind wegen der Pandemie und so weiter. Aber das war tatsächlich ganz anders. Wir waren eigentlich überrascht, wie viele Leute kamen. Die Besucher werden wohl etwas mehr sein, also wahrscheinlich über 1000. Und bei den kommerziellen, muss man sagen, hatten wir leider ein paar Ausfälle durch Krankheitsfälle. Die kamen also sehr kurzfristig, die Absagen teilweise 2-3 Tage vor der Veranstaltung. Das war ein bisschen schade, weil es hätte natürlich gut getan, noch mehr Kommerzielle hier zu haben. Rainer, jetzt gibt es verschiedene Informationsquellen, die mich verwirren. Das passiert leicht. www.amateurfunktagung.de, dann gibt es einen Tagungsband. Ihr nehmt alles auf Video auf, das kommt auch auf YouTube, aber nicht sofort. Klär mich mal auf. Also es ist so, die Webseite www.amateurfunktagen.de ist natürlich, wo man alle gesammelten Informationen findet. Vor allen Dingen auch, wie man den Tagungsband bekommt. Der Tagungsband wird ja diesmal in 2 Varianten erstellt. Der wird einmal als Papier gemacht. Auf Totholz? Auf 2023, Okay. Ja, auf Wunsch kann man das machen. Allerdings natürlich ist das verhältnismäßig teuer. Das war das Problem, weil die Papierpreise haben sich eigentlich vervierfacht. Ja. Und deswegen sind wir natürlich auf die Idee gekommen, wir sollten natürlich mit der Zeit gehen und es auch elektronisch anbieten, im EPUB-Format. Und in diesem EPUB-Format kann man es natürlich deutlich preisgünstiger runterladen. Das kostet dann also 7 € ungefähr. Und die Links dazu findet man auf dieser Webseite. Und das ist also sozusagen die Webseite, auf die man dann kommt. Und was finde ich in diesem Dokument und was finde ich auf der Webseite? Ja, auf der Webseite sind natürlich erstmal die allgemeinen Informationen, also wann welcher Vortrag war. Ja. Dann natürlich, wie man an diese ganzen Publikationen kommt, Anreiseinformationen. Und auf dem Dokument selbst findet man die Inhalte der Vorträge. Die Folien also, das dann, heißt, okay. Die Folien, die die Referenten zeigen und natürlich teilweise auch noch Skripten, also ein bisschen erläutert. Und natürlich, das hast du auch vorhin angesprochen, die YouTube. Also wir zeichnen alle Vorträge auf und die sollen natürlich auch irgendwann mal ins Netz kommen. Nicht ganz zeitnah, sondern ich sag mal mit ein paar Wochen Verzögerung. Warum? Weil wir wollten ja auch bewusst vermeiden, dass das eine Alternative zum Besuch ist. Ja. Weil sonst hätten die Leute, das haben wir sofort mehr oder weniger das vorgefunden, online und hätten gesagt, naja, ich kann mir das ja auch alles online anschauen, muss ich nicht kommen. Ja, und man braucht ja auch Zeit zum Schneiden, nicht? Ja, man muss es noch bearbeiten, aber ich sage mal, das ist ein Unterschied, ob das jetzt in einer Woche gemacht wird oder in einem Monat. Ja, ja, ja. Und also wir reden dann schon wahrscheinlich von 1-2 Monaten. Das ist so unsere Absicht. Wenn wir jetzt hier sprechen und wenn dieses Video rauskommt, eben am Sonntag, dann sind eure Videos noch nicht verlinkt. Nee, also aber wahrscheinlich noch nicht. Nein. Ich werde auf jeden Fall im Nachgang dann, sobald eure Videos raus sind, wie heißt der YouTube-Kanal? Da werden wir einen eigenen einrichten, der heißt halt dann Amateurfunktagung München. Oh ja, okay. 2023 noch wichtig, weil es gibt ältere Videos auch noch. Okay, werde ich auf jeden Fall unter diesem Video, das ihr jetzt schaut, noch darauf verlinken, dann hat man es ganz einfach gefunden. Das können wir auf jeden Fall machen, genau. Also, dass die dann gefunden werden und ansonsten natürlich die Vorträge selber sind im Skriptum natürlich dann drin.
dein Resümee für dieses Jahr, Ausblick für die nächsten Jahre? Naja, also wir waren positiv überrascht, also dass natürlich wir wieder zurück sind nach der Corona-Pandemie, dass wir auch viele Besucher haben, deutlich mehr als erwartet. Das muss man sagen, das war positiv. Die Hörsäle waren teilweise zu klein. Ja. Wir werden bei der nächsten Tagung, die 2025 sein soll, also immer im Zwei-Jahres-Rhythmus, darauf achten, dass wir doch deutlich größere Hörsäle nehmen, weil wir auch davon ausgehen, dass wir vielleicht da noch mehr Besucher haben werden. Wenn ihr euch jetzt fragt, Zwei-Jahres-Rhythmus, was mache ich denn 2024? Was passiert in dem Bereich in München? Naja, es ist zum Beispiel geplant, oder wir überlegen, dass wir 2025 das Amateurfunk-Kolloquium vielleicht wieder aufleben lassen. 24 oder 25? 24. 24. Und zwar, das ist an der TU München, ja. Das hatten wir ja auch schon mal. Das war sozusagen eine kleinere Veranstaltung mit, ich sage mal, vielleicht so 20 Vorträgen oder ein bisschen weniger noch, um einfach die Lücke zu füllen, weil man muss ganz klar sagen, so eine Amateurfunktagung zu organisieren, ist ein Riesenaufwand. Also da ist ein Team von 10 Leuten schon ein paar Monate beschäftigt. Wie viele Vorträge waren es dieses Mal? 30 ja. Vorträge. Wir hatten ja eben auch kommerzielle Anbieter, wir hatten eben auch noch ein Rahmenprogramm. Das alles zu organisieren ist recht aufwendig und das wirklich jedes Jahr zu machen, da kommen wir wirklich an Grenzen. Ja. Auch von den Referenten, weil die Referenten müssen ja dann auch möglicherweise öfter anreisen und das wird dann auch schwierig. Mhm. Genau. Dann freuen wir uns auf die nächsten Jahre. Ne? 2025 ist gesetzt, so nicht wieder irgendeine Pandemie kommt, was wir alle nicht hoffen wollen. Aber wenn alles dabei bleibt und auch die Hochschule sind sehr positiv gesonnen, die möchten uns ja gern sehen, immer als Gäste, wird es im März 2025 die nächste Veranstaltung geben. Bis dahin, um uns mit Amateurfunk Wissen über Wasser zu halten, hören wir Radio DRC, oder? Ja gut, Radio DRC und natürlich auch nicht vergessen, es gibt ja noch andere Amateurfunkveranstaltungen. Es gibt noch den Funktag in Kassel im April, da gibt es auch Vorträge. Und die Ham Radio in Friedrichshafen, wo ja auch ein Rahmenprogramm gemacht wird mit entsprechend ansprechenden Vorträgen. Also es wird niemand auf dem Trocknen sitzen, wenn er wissensdurstig ist. Und ansonsten bleibt euch YouTube, viele deutschsprachige YouTube-Kanäle, viele auch andere YouTube-Kanäle, Englisch, Französisch, was man eben so sprechen sollte. Und und ansonsten bleiben uns die QSOs, genau, die wir machen können. Immer. Das ist ja unser Kern, genau. Unser Markenkern. Und wenn ihr das macht, wünsche ich euch angenehme QSOs, 73 und bye bye. 73.